So, wir haben nun einen etwas größeren und einen kleinen Beutel zusammengenäht, damit wir diesen auch wie beim fertigen Modell mit einem Kordelstopper oder einem Zipcord, wie man das auch immer nennen möchte, zusammenziehen zu können, benötigen wir noch Löcher an der Oberseite des Beutels, an der Öffnung. Hierbei muss man ebenfalls beachten, dass man einen Abstand von ca. 2 cm zur Öffnung des Beutels einhält. Sonst könnten die Löcher im Endeffekt ausfransen und der Beutel wäre nicht dicht verschlossen. Für diesen Zweck nehmen wir unsere Lochzange, mit der wir einstellen können, welchen Lochdurchmesser wir benötigen, von einem sehr dünnen bis zu einem sehr dicken Lochdurchmesser, ist ja alles wählbar. So eine Zange kostet im Handel ca. 10 Euro, nicht allzu teuer, kauft man sich einmal und man kann sehr viel damit machen. Alternativ hätte man auch die Nahtlöcher mit dem kleinsten Lochdurchmesser vorstanzen können. Das Problem ist aber, dass ich, wenn ich es mit der Stanze mache, eine nicht so enge und feste Naht bekomme, wie ich sie hier jetzt habe mit der Ahle und mit dem Handgenähten. Ja, wir werden uns jetzt die Löcher markieren. Wie gesagt, 2 cm werden wir als Sicherheitsabstand zum Rand oben lassen. Hier eine Linie ziehen und pro Seite mindestens 4 Löcher stanzen oder 8. Oder in Summe gesehen 12 Löcher. Mal sehen, bei dem kleinen Beutel werden wir weniger Löcher benötigen. Hier denke ich, würden 4 ausreichen. Beim großen werden wir wahrscheinlich 12 brauchen. Ja, ich werde das Ganze jetzt einzeichnen, vorbereiten und bin dann gleich wieder zurück. Ja, ich habe jetzt bei beiden Beuteln im gleichen Abstand die Löcher markiert. Ich werde jetzt mittels dieser Lochzange, hier ist ein mittelgroßes Loch eingestellt, das für diesen Zweck eigentlich ausreichen sollte, werde ich jetzt einfach gemeinsam beide Lederstücke am eingezeichneten Loch durchstanzen, einmal zusammendrücken, das Leder etwas bewegen, um das Loch fertig auszustanzen. Sollte bei der ersten Stanzung das nicht gleich perfekt funktioniert haben, einfach das Ganze noch einmal wiederholen. Wichtig ist, dass man das Ganze etwas bewegt, damit das Ganze auch durchgeschnitten wird. Ja, und schon haben wir unser erstes Loch gestanzt. Ich hoffe, man kann das sehen. Dasselbe passiert mit allen eingezeichneten Punkten und dann bin ich gleich zurück mit dem Endergebnis. Achtung beim Durchstanzen der Löcher, dass wir nicht die Naht verletzen, da sonst der ganze Beutel aufgehen könnte und somit beschädigt wäre und nicht mehr zu gebrauchen. So, ich habe jetzt nun meine Löcher gestanzt. Als nächsten Schritt müssen wir den Beutel von innen nach außen wenden, da die schöne Seite nach innen ist. Dazu fassen wir einfach in den Beutel, greifen das unterste Ende und stülpen ihn einmal über.
nochmal mit der Hand reingehen, um das Ganze etwas auszugleichen und um die Ecken etwas nach außen zu drücken. Beutel Nummer 1. Bei einem so kleinen Beutel können wir nicht nach innen fassen. Da ist es das Beste, den Beutel von innen her einfach immer nach außen zu drücken. Etwas schütteln sollte man nicht reinkommen mit einem langen Gegenstand. Die letzten paar Zentimeter nach außen drücken, um auch wirklich schön an der Nahtstelle anzugelangen. Durch diese Methode beim Nähen, wie wir sie praktiziert haben, haben wir jetzt den Vorteil, dass man von außen keine Nahtstelle sieht und der Beutel eine saubere, nach innen gefaltete Naht aufweist. Hier ist ein Blick in den Beutel mit der Lederseite, ohne die Markierungsstriche oder dem Kugelschreiber zu sehen, nach außen. Der letzte Schritt ist es nun, den ganzen Beutel mit Hilfe der Lederschnur zu verschließen. Dazu haben wir ja bereits die Nahtlöcher, also die Stanzlöcher vorhanden. Suchen wir uns die Mitte des Lederriemens. Es ging ja auch eine handelsübliche Schnur und mit durch abwechselndes Außen- und nach innen fehlen können wir den ganzen Beutel später dann verschließen. Es ist sehr wichtig, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass wir entweder 4 Löcher oder 8 Löcher oder 12 Löcher in Summe besitzen. Ich habe jetzt beim kleinen Beutel 4 pro Seite, sprich 8 in Summe, beim großen Beutel 6 pro Seite, also 12 genommen. Und der Vorteil liegt darin, dass ich, wenn ich durch die Abwechslung beim Fehlen kommen beide Enden auf einer Seite zusammen. Jetzt nehme ich nur noch einen Zipcord, länge meine Schnur ab und kann den Beutel verschließen. Den Beutel selbst kann man mit etwas Lederwachs, Lederbalsam bearbeiten, um ihn vor Nässe etwas zu schützen. Ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich freue mich natürlich auf eure Kommentare, auf eure Bewertungen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder Vorschläge, Wünsche, Anregungen, lasst es mich wissen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch diese beantworten kann. Ja, viel Spaß beim Nachbauen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Eure Survival-Schule.